sind hier an der Weberstrasse in Winterthur. Das ist die erste Wohnstrasse in Winterthur. 2002 hat man es dann zu einer Begegnungszone umgewandelt. Das ist das, was man so ein bisschen könnte mit dem Bild, da alle gleichberechtigt sind: Autofahrer, Fußgänger, Velofahrer. Und wir haben, wie man es da hinter mir sieht, mit mobilem Grün die Weberstrasse jetzt temporär mal noch ein bisschen umgestaltet. Die alten Zementtröge hier an diesem Ort ersetzt mit 3 mobilen Grünen, wo wir einfach die Möglichkeit reinbringen, an diesem Ort mit einem grösseren Volumen mehr Grün reinzubringen, auch mit Sträuchern zu arbeiten, mit kleinen Bäumen zu arbeiten. Das ganze Thema halt Hitzeinseln mit Beschattung, Kühlungseffekt können verbessern in der Stadt. Und ganz wichtig ist auch, dass wir da mit einem Rohstoff arbeiten, Holz. Es ist Borkenkäferholz aus dem hiesigen Wald, wo man da mit lokalen Schreinern verarbeitet zu diesen Holztrögen. Ästhetisch auch eine Aufwertung gegenüber so einem Betontrog, der doch ein bisschen weniger hergibt. Das sind die Stadtgärtner von Stadtgrün, die da mithelfen, tatkräftig mithelfen. Die bringen die mobilen Grünen an die Plätze, die wir zusammen bestimmen. Die verfüllen mit dem Substrat. Die Stauden kommen ja aus der Stadtgärtnerei, die bringen sie auch runter, werden bepflanzt. Das ist eine grössere Gruppe, die dann damit tätig ist. Wir sind relativ schlagkräftig, das geht relativ schnell. In einem Tag hat man das aufgestellt. Die unterste Ebene, das sind die sogenannten Stauden. Da schauen wir darauf, dass das vorwiegend einheimische Stauden sind, Blütenstauden. Das Tolle daran ist, wir kommen das alle da, von nicht weit vom Biolopen runter, aus der Staudengärtnerei. Sind sehr divers, biodivers angelegt, eben für Bienen, Insekten, Nektarpflanzen. Und dann die zweite Ebene sind dann die Sträucher, respektive kleine Bäume. Also das kann sich da entwickeln, die können ein paar Meter gross werden. Da schauen wir auch, dass wir mit einheimischen Sträuchern, kleinen Bäumen arbeiten. Wir sehen jetzt, es ist nicht nur ein reiner Betonkörper wie vorher. Es bietet hier ein Sitzbänkchen, das ist integriert in den Holzkörper. Ich kann sitzen, es bietet Aufenthalt, man soll sich da können treffen, vor allem treffen dann in Zukunft unter dem Schatten, wenn das Ganze noch mehr wächst. Also mir gefällt es sehr gut. Das einerseits gefällt mir das Design, so das Fünfeckige hat noch etwas Peppiges. Es wirkt relativ frisch und elegant und bietet wirklich auch die Aufenthaltsqualität. Und was ich schon auch noch spannend finde, jetzt auch hier sieht man es, muss ich gerade schauen, auf der Rückseite zumindest, das hat auch essbare Sachen drin, die die Bevölkerung oder die Anwohnenden natürlich auch nützen können. Sei das eben Pfeffermünze oder Thymian, Küchenkräutli, Klassiker. Und das gibt sicher das ein oder andere Gespräche da, wo man sich trifft und kann sich austauschen.